Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die Destresa mitgebracht. Alles in allem ist das hier schon eine ordentlich starke Waffe, wobei ich gestehen muss, ich persönlich habe etwas Probleme, diese Waffe im längeren Gameplay zu benutzen, da man hauptsächlich über eine bestimmte Combo arbeitet, damit man Finisher machen kann, und für mich persönlich ist diese Combo auf Dauer etwas schwierig einzusetzen. Das wäre hier bei listige Maskierung die versteckte Schwung-Combo, wo wir hier einmal mit E-Halten arbeiten müssen. Also die Waffe ist sehr stark, auf jeden Fall, aber naja, man muss halt damit arbeiten können. Die Mods, die ich drin habe, sind Prime Fieberschlag, Schockberührung, letzte Berührung, Blutrausch, Ausweider, Gladiatorrausch, Prime Druckpunkt, Zustandsüberladung. Rein theoretisch könnte man jetzt statt Gladiatorrausch auch treffende Berührung reinmachen. Dann wäre halt eben eine höhere Chance, noch Durchschlag, Einschlag, Korrosion zu brocken, weil Schnitt haben wir eh schon geforste Sprocks, also das ist jetzt nicht so das Ding, aber wenn wir hier hinschauen, wir haben da einfach nur eine 2% höhere Statuschance, ist jetzt nicht wirklich die Welt. Man könnte jetzt auch überlegen, hier zwei kleine Mods reinzumachen, beziehungsweise drei kleine Doppelmods. Alles Möglichkeiten, die man machen kann, müsst ihr halt eben für euch selbst entscheiden, ob sich das für euch lohnt oder nicht. Ich kann euch gerade mal die Statuschance zeigen, die wir da hätten. Also sagen wir hier ein Doppelmod rein, hier ein Doppelmod rein, hier ein Doppelmod rein, dann hätten wir eine 16%ige Statuschance. Also so wirklich, wirklich lohnen würde sich das jetzt nicht. Ich wollte es euch nochmal gezeigt haben, man kann es machen, aber man muss es halt nicht machen. Da arbeite ich lieber so mit dem puren Damage. Genauso, statt letzte Berührung können wir auch Berserker reinmachen, wobei es dann noch schwieriger wird, die Combo durchzusetzen. Und Zustandsüberladung skaliert halt eben ganz schön mit den geforsten Schnittprocs, die wir eh machen. Und hier mit 5 oder 7% Statuschance ist auch hin und wieder mal, sagen wir mal, ein Korrosionsbrock dabei. Weiterhin haben wir richtig schöne Multiplikatoren auf dieser Combo drauf, beziehungsweise auch Multi-Hits. Also alles in allem doch sehr brauchbar. Ich fange jetzt erstmal mit einzelnen Gegnern an, um euch die Combo genau zu zeigen. Und danach versuche ich, so gut es geht, diese Combo auf Massen anzuwenden. Und gefinished. Ja. Okay. Ich habe es vorher mit Berserker versucht gehabt. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich habe die Combo nicht mehr hinbekommen. Die Waffe war mir einfach zu schnell geworden und auf die Dauer zu anstrengend. Ich habe es einfach nicht mehr gepackt. Mit Übung kann man das bestimmt machen, aber ich habe die Übung einfach nicht und es gefällt mir auch jetzt nicht so wirklich. Und die meisten Gegner sterben auch schon, bevor wir den Finisher machen. So wie gerade der Butcher. Und tot. Ja, und der hier war jetzt nach 2 bis 3 Schlägen weg. Na komm, du darfst auch noch sterben. Gut, ja, also Rapiere sind einfach super starke Waffen durch diese Haltung, aber sie sind halt tricky zu spielen, vor allen Dingen, wenn sie zu viel Attack Speed haben. Also wie gesagt, ich habe vorher letzte Berührung rausgenommen, habe stattdessen Berserker drin gehabt, ich hatte wirklich Probleme, meine Combo hinzubekommen. So haben wir immer mindestens einen Statuseffekt aktiv, nämlich die Schnittprocs, die eh schon einen super hohen Damage machen, und je nachdem kommt dann noch so Einschlag, Durchschlag dazu oder Korrosionsdamage und dann machen wir richtig, richtig guten Schaden. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis bald.